Weich und gemütlich sieht es aus, das Stroh, solange man nicht darin eingebunden wird. So geht es aber den vier jungen Männern, die beim Heldraer Strohbärentag in eines der Kostüme schlüpfen. Seit mehreren Generationen wird das Traditionsfest gefeiert. Früher glaubten die Menschen so, den Winter austreiben zu können. Heute ist es ein Medienspektakel mit mehreren Kamerateams. Und auch wenn es in den Kostümen bis zu 50 Grad warm werden kann, Levin Nitschke, Marco Sippel, Stefan Megender und Eike Sieland machen trotzdem gerne und freiwillig mit. Viele Alternativen gibt es wohl auch nicht, denn eine Bedingung gibt es, die Strohbären müssen aus Heldra stammen. Auf kleine Kinder wirken die Fantasiefiguren schon mal abschreckend, manche sind mutig. Die sind jetzt ganz geht's dir gut? Ja, ja. Und die Arme. Hast du Muffe vor den Strohbären? Hast du Angst? Nein. Noch nicht? Na, warte mal ab, da wird sich noch ändern. Wenn du das richtig laufen kannst, weglaufen kannst, meine ich jetzt natürlich. Aber musst du jetzt ja noch nicht. Ich will dir ja keine Angst machen. Oder doch? Allein. Nee. Allein. Und ich heiße Jakob. Wie groß. Hm? Bist du noch nicht groß? Nein. Das sehe ich. Ich bin das so groß. Aber das wird noch. Glaub mir. Du, aber weißt du, was der Vorteil ist? Die Beine reichen trotzdem bis auf den Boden. Später ziehen die Bären dann durchs Dorf und sammeln Speck, Wurst und Eier, aus denen später der Bärenschmaus zubereitet wird.